Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Servus mal. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, zusammen mit Ice Alex, oder Alex Ice besser gesagt, was wäre, wenn diese Vereinigung, die UEFA, nicht korrupt wäre? Das ist eine gute Frage und ist das eine Frage, die so lösbar ist? Ich bin mir nicht sicher, ob die UEFA nicht korrupt sein kann. Egal, ich zeige euch jetzt mal, warum die UEFA so korrupt ist und was die Folgen sind. UEFA, oder auch besser gesagt Union of European Football Association, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist ein Fußballverband, der in Europa sässig ist, gegründet in Basel, in der Schweiz 1954 und Hauptverbandssitz in Nyon, in der Schweiz. So, ich glaube, ich weiß, warum die Schiris gegen Deutschland so beschissen gepfiffen haben. Zufall? Ich denke nicht. Und zwar, die UEFA ist dafür zuständig, Turniere auszusagen und Regeln vorzulegen für Europa, zum Beispiel Champions League, Euro League, Conference League und die EM. Das trägt zum Beispiel die UEFA aus. Zudem macht die UEFA noch die Regeln für den europäischen Fußball. Und machen die nicht auch noch Skandale? War da nicht mal was? Ach, scheißegal, mit Geld geht das schon weg. Um euch zu zeigen, wie die UEFA ist, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und präsentiere euch jetzt, wie die UEFA ist. So Leute, wie ihr schon seht, ich habe keine Kosten hingescheut, um es euch visuell darzustellen. Qualität, Spitzenklasse, 1A aus den besten Designern Italiens. Warte, nur Paint, kostenlos, das muss halt nur keiner wissen, aber egal. Ich würde sagen, kommen wir jetzt zum Thema, was man sehr stark sieht, finde ich, bei dieser EM, warum die UEFA viele Probleme hat. Und zwar eine der Sachen ist, bei der UEFA ist zum Beispiel Schiedsrichter. Haben wir zum Beispiel so einen Jesus Gil Mazzazoma. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Bitte cancelt mich nicht, wenn nicht. Und einen Felix Zweier als Schiedsrichter antreten lässt. Der ist nachweislich viele Skandale haben. Zum Beispiel Felix Zweier war in einem Wettskandal verwickelt. Er wurde zwar nicht verurteilt, aber allein schon, dass man da irgendwie mit drin war in dem ganzen Teil, sollte schon eine Sache sein, wo man sagt, ja, nein, du darfst zumindest nicht als Euro-Schiedsrichter antreten, weil da eine Gefährdung darstellen könnte. Oder der Mazzano hat ein Spiel in Spanien gepfiffen, was ein Skandalspiel war, selbst in Spanien ein großer Skandal war. Da muss man sich fragen, warum darfst du antreten? Digga, das ist einfach fucking UEFA, die das einfach will. Geld, Geld, Geld. Geld ist geil, Geld ist schön. Also, das erinnert mich sehr an die FIFA. Blutgeld aus Katar ist auch geil. Zusammenhänge? Ich glaube nicht, ganz minimal. Diese EM ist eh so eine Sache für sich. Ja, das sind verdammte 7 Eigentore. Rumänien kommt weiter. Albanien schießt das schnellste Tor der EM-Geschichte. Georgien zerstört Portugal nebenbei. Also, Digga, was ist das für eine EM? Wir haben 7 Eigentore. Da kann man mal nicht die UEFA was dafür, aber trotzdem. Dinkelberg. Der ist schon ganz, ganz sicher Dinkelberg. So, wie ihr schon seht, eine kurze Unterbrechung. Und zwar, nein, es gibt jetzt keine Werbung, keine Angst. Ich wollte mich bei euch bedanken für den geilen Support die letzte Zeit, weil meine letzten Videos eigentlich relativ stark aufgerufen werden und auch geklickt werden und kommentiert werden. Also, und auch danke, dass ihr das letzte Video so gut aufgenommen habt. Dieses, was wäre, wenn Österreich wäre Europameister, weil ich hatte da auch teilweise Schiss von den Jokes, die ich dir gebracht habe, auch wenn die nur Spaß dienen. Dass man mich wegcancelt. Joyoka. Nee, dieses Fass fangen wir jetzt gar nicht erst recht an. Sonst kriege ich noch eine Abmahnung, aber ich wollte sagen danke und ich würde sagen, jetzt geht's weiter. So, jetzt gibt's noch die Folgen. Was halt wäre, wenn die UEFA nicht korrupt wäre. So wie ich jetzt bei meinem Video gemacht habe, was wäre, wenn Österreich Europameister wird. Aber ich krieg gerade einen Anruf. Ja, okay. Ja, wie ich gerade mitbekommen habe von der Zentrale, werden wir jetzt nach rausgeschaltet zu meinem Co-Moderator Alex Eis. Viel Spaß heute bei ihm. Danke Marcel. Und hier haben wir noch ein paar Fakten, wie die Welt wäre, wäre die FIFA nicht so korrupt. Die FIFA WM 2022 wäre niemals in Katar gewesen. Die AfD wäre nicht so erfolgreich. Merkel wäre immer noch Kanzlerin und der Dönerpreis wäre nicht gestiegen. Dankeschön. Danke Alex Eis für den Beitrag.
Und zwar sage ich jetzt auch noch ein paar Sachen zum Thema Folgen, wenn die UEFA nicht korrupt wäre. So, das erste wäre, es wäre viel fairer im europäischen Fußball, weil man sieht ja auch viel, dass bei manchen Vereinen gilt die Fairplay-Regel nicht, bei manchen Vereinen schon. Zufall oder ist das alles nur wegen dem Geld? Geld, Geld, Geld! Ja, das auch, aber das zweite wäre dann noch, es würde keinen VR geben, weil, seien wir uns ehrlich, die Jungs, die Idee ist zwar geil, aber die Umsetzung ist scheiße, also kannst du mir nicht erkennen, da guckt man einmal drauf, da aber nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Hinelt der Deutschen Bahn. Scheiße wie, was weiß ich, Deutsche Bahn. Der Slogan. Also, was ich richtig cool finde und richtig interessant finde zu sehen, wenn man vergleicht zwischen der WM in Katar und der EM in Deutschland, wo man sieht, dass dort gekaufte Fans offensichtlich sehr offensichtlich sind. In Deutschland halt wirklich Fans, wo Tausende, sogar mehrere Zehntausende Fans einen Fanmarsch durch die Straßen ziehen und wirklich Emotionen geben. Beispiel gibt Schottland, Ungarn, Polen, Österreich, Niederlande, die haben einfach abgeliefert, fanmäßig in der EM. Das muss man einfach so sagen. Das ist eine Sache, die finde ich halt bei der EM richtig geil und ich bin auch dafür, auch in Österreich dafür, unterschreiben wir diese Petition, dass es ein jährliches Freundschaftsspiel zwischen Schottland und Deutschland gibt. Weil Schotten sind einfach lustig, wenn man auch noch sieht, was die für Szenen machen mit ihrem Rock. Nicht jugendfrei, gebe ich vielleicht zu, aber ist zum Glück zentriert auf YouTube. So, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Was ich halt gleich klipp und klar sagen möchte, ist, dass die ganzen Äußerungen, sowie politisch, Scherz, wie gesagt, die sind korrupt, sind auf Spaß bezogen, auf humorvolle Sachen, es soll das Berührung sein. Es ist jetzt keine, dass ich sage, ich möchte ihn jetzt so da reindrücken, sagt, das ist so und so. Das ist einfach eine Parodie, eine funny Parodie, auf was ich halt einfach mit Humor einfach einen Scherz draus machen wollte. Nur, dass ich das klarstellen möchte. Ich vertrete damit keine Meinung, möchte damit auch keine Meinung jetzt so vertreten. Das wollte ich nur mal klarstellen. Ich habe meine politische Meinung, aber ich will die nicht nach außen tragen. Also das ist alles nur Humor. Bitte beachtet das, ganz wichtig. Nicht canceln. Das ist auch wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ich wollte mich nochmal bei Alex Eis bedanken. Für die eigentlich Kurzfristigkeit, weil das haben wir an dem Tag ausgemacht und auch direkt immer geschnitten und alles fertig gemacht. Ich wollte mich nochmal bedanken fürs Mitmachen. Freut mich sehr. Freue mich auch auf hoffentlich nächste Male. Und das wäre mir wichtig. Und ich sage auch, dass ich mich bei allen bedanke, die dieses Video liken, schauen und noch kommentieren. Und was ich mir auch wünschen würde, schreibt doch gerne Kritik und Verbesserung rein. Nur durch solche Sachen kann ich mich verbessern. Oder wenn ich sage, ja, die Witze sind nicht so geil, vielleicht sollte man aber vorsichtig sein und mach solche Witze vielleicht mehr oder sowas, schreibt das alles gerne in die Kommentare. Das ist alles Kritik, damit kann man sich nur verbessern. Das ist ganz wichtig und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, viel Spaß.